Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich, Sie als Erster am heutigen Abend begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Marek Amel, von Beruf her Anästhesist und Notfallmediziner. Also ich bin der Arzt, den man ruft, wenn der Internist und der Chirurg nicht mehr weiter weiß. Und nicht nur Arzt, sondern auch Präsident. Ja? Das denken Sie, die meisten so jung und schon Präsident? Ja, das geht in Österreich, man glaubt es kaum. Ja, zwar Präsident von PULS, der Verein zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes. Ein Thema, das alle bewegt, aber keiner schaut hin. Dabei passiert es ja fast vor euren Augen. 80% der Stillstände, und ich meine jetzt nicht den der Politik, sondern da, wenn jemand umfragt, passieren zu Hause, in die eigenen vier Wände, im Verwandten, Bekannten oder Freundeskreis. Ja, da sollte man sich einmal fragen, welche Freunde man hat. Da fällt mir die Resi ein. Das ist die Nachbarin von meiner Oma. Mittlerweile ist schon 85 Jahre alt. Ein bisschen komisch ist. Aber blöd ist es nicht, weil die hat hier einen Zettel geschrieben. Wenn es einmal umfällt und wenn jemand durchsackelt und den Zettel findet, hat es aufgeschrieben: Bitte lassen Sie mich nicht sterben, denn ich suche nur einen Erben. Also, der hilft natürlich gern. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Da sind wir auch schon mitten im Thema. Ja. Wenn man sich anschaut, ein Drittel der Notfälle passieren beobachtet. Aber nur in 36% der Fälle gibt es jemanden, der sich ein Herz fasst und dem armen Menschen hilft, bis die Rettung kommt und erste Hilfe leistet. Dabei wird ja so viel Werbung gemacht. Erst gestern habe ich gelesen, in der Österreich, eine ganze Seite haben es gebraucht über die Notfallcard, die sie jetzt im Auto einführen wollen. Und nicht unweit vom AKH haben sie auch keine Kosten und Mühen gescheut. Ein rot blinkendes Herz, auf der anderen Seite Massage, Herzmassage, und trotzdem greift keiner hin. Dabei, erste Hilfe ist kinderleicht und das wollen wir von PULS vermitteln. Wir gehen in die Schulen und setzen uns ein für erste Hilfe im Schulunterricht. Die Kinder haben keine Angst, die kennen das, sogar in der Volksschule. Nur wir Erwachsenen, wir fürchten uns. Aber eins kann ich euch sagen, wenn es einmal so weit ist, der beißt euch nicht mehr. Ja, begleiten Sie uns nun auf eine Reise aus dem Leben und zurück. Wir haben angeschaut, die Rettung braucht ja oft so lang. 12 Minuten dauert das im Schnitt. Ich meine, sind die wahnsinnig, was machen die in der Zeit? Naja, da ein Stau, dort eine Baustelle, keiner fährt rechts ran, wer macht das schon freiwillig? Und die Umleitung geht zufällig über den Würstelstand. Und deshalb werden in Wien jetzt die Facility Manager, also gut wienerisch, die Hausmeister zu Reanimatoren ausgebildet. Der 3-stündige Magistratskurs, bitte mit Diplomabschluss, das muss man sich mal anschauen, ja, in Österreich mit Diplomabschluss, hat in Wien schon die ersten Erfolge gebracht. Man glaubt es kaum. Oi, jetzt vibriert es. Das Handy hätte man vielleicht ausschalten sollen. Entschuldigen. Ja, hallo? Oh, ein Notfall auf der 27er Stirn. Augenblick bitte. Ja? Na, bewahren Sie Ruhe. Bewahren Sie Ruhe. Der Reanimator 584 ist in 2 Minuten hier. Augenblick. Doch ich bitte, das kann sich aber nicht sein, Notfall auf der Stiege 27. Hätte ich da die Gitter zum Taufen vom neuen Schlüssel vergessen? Oder? Freundschaft! Hallo? Oje! Oje! Ganz ruhig bleiben. Ja, das ist eh schon gut. Erste Hilfe. Haben wir? Checkliste. Ruhig bleiben. Standard Operating Procedure. Sicherheit der Situation überwachen. Ist zu spät. Ansprechen. Habe ich eh schon Hallo gesagt zuerst. Notrufnummer wählen. Nicht beim Wirten anrufen. Na, warte mal. Schauen wir mal. Geht, hebt einer an? Hallo? Notrufstandrettung. Ja? Ja. Ja. RFC Reanimationsfernunterstützungscenter. Dr. Kramer, guten Abend. Na bitte, der Karl von der 27er Stirn, den hat er aufgeregt. Der ist ja noch gar nicht so alt gewesen. Na, das ist eh klar. Ein jüngeres Semester und männlich. Naja, jetzt müssen Sie schauen, ob er atmet.
Nein, da ist ja schon ganz blau. Ich meine, ein dunkelblau in einem roten Gemeindebau hat eh keine Zukunft, oder? Jesus. Na, dann müssen wir mit der Wiederbelebung beginnen. Nein, nicht wirklich, oder? Ernst, was haben wir gelernt im Basiskurs? Na, immer im Bar kassieren, außer wenn keiner herrscht, kann man das Trinkgeld auch noch einstecken. Nein, nicht das, Herrn, so. Wir haben doch gelernt, auf und nieder, immer wieder, und schon schlagt das Herz wieder. Ja, dann werde ich anfangen. Na bitte, hopp, hopp. Ja, jawohl. Und du bleibst da. Ja, ja. Na, zum Glück war ich auch Gärtner und Installateur auch noch mal. Dann kann man gleich. Da schwach. Und glaube ich. Öffner der beendeten Kleidungsstücke. Also. Hören Sie mir noch? Hallo? Also, 30 zu 2 und wenn es notwendig ist, defibrillieren. Und bei Rost, also bei Wiedererlangen des Kreislaufstillstandes, des Kreislaufes, ja, das soll ja immerhin in 33% der Fälle stattfinden, bitte bereits präklinisch kühlen. Also, auf geht's, zack, zack. Jetzt werden wir noch defibrillieren. Haben wir alles da? Hoffentlich haben Sie Stromrechnung auch wieder gezahlt. Zurück. Und da schau. Sieht es nur noch aus? Jetzt müssen wir auch noch kühl mit dem Oberschwarzer. Ja, da ist ja. Der Kohl tut ja wieder was. Vielleicht gehört er sogar zu den 12%, die das erste Jahr überleben. Wenn er nicht zu den 2% gehört, den lässt er doch mal schaffen, was angehen. Ja, meine Damen und Herren, hätten Sie eh nicht weggeschaut? Ah, na dann, Gott sei Dank! Dankeschön.